So, da geht es schon los und damit ein dickes Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Stream heute an diesem fantastischen Donnerstag. Ein Hi Fabi, wunderschönen Tag mit dir. Willkommen, willkommen und direkt mal mit Sport einsteigen. Der Traum meiner schlaflosen Nächte. Machen wir doch. So, nachdem wir hier ein bisschen was noch geändert haben. Ah, mit gutem Sport fällt sich's gleich viel besser Schiffe. So. Auf wie geht es? So, klick und klick und klick und klick, lass laufen. So. Jawohl. Also, und heute auch keine Katze am Start, weil heute ist nicht warm genug. Obwohl es sind 14 Grad, aber es fühlt sich nicht warm an. Beine, Beine, Beine. Kann man mitmachen? Vermutlich heute nicht, weil ich heute wieder ein bisschen pumpen muss. Samstag dann wieder. So. Konzentration. Und auf geht's. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das Schöne ist natürlich, es ist kein Wochenende mehr für Testserver. Das heißt, Samstag habe ich den ganzen Stream, kann ich dann rumfahren. Sechs, sieben und euch mitnehmen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 50. So beginnt der Tag. Hallo, nicht der Tag, sondern der Stream. So, okay, arbeiten. Ah, das tut mir natürlich leid, aber muss halt auch mal sehen, dass ich ein bisschen vorankomme. Ich spiele ja nicht nur Wurstzip. Vielleicht bin ich ja noch da am Samstag, ich weiß ja nicht. Wenn du da bist. Du bist natürlich herzlich eingeladen, mitzufahren.
So, sagen wir es mal Lu. So. Ich habe es gestern übrigens nicht mehr geschafft, den Gefechtspass voll zu machen. Die letzte Aufgabe, die vorletzte habe ich dann noch gemacht, ganz schnell. Das ging dann auch einigermaßen. So. Ne, der muss halt voll. Verdienen Sie 1 Million Creditspunkte. Weltfrauentag. Ich hoffe, Weltfrauentag, ihr habt gestern euren World of Tanks Drops abgegriffen. Da gab es 2 weibliche Crewmitglieder. So. Ja, das passiert von alleine. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Okay. Als erstes mal Neuigkeiten. So. Was gibt es denn für Neuigkeiten? Die Marine-Geschichten. In Bildern. Was Teil ist das? Produktionsstraße. Ah, okay. Ja, im Krieg waren Frauen auch verstärkt eingesetzt. Muss man halt ganz klar sagen. Auf beiden Seiten. In der Produktion. Ganz simpel, weil die Männer halt im Krieg waren. Discord. Jo. Vergesst nicht einmal das Discord zu joinen. Das offizielle, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ist immer gut. Oh, meine Lippensinne. Leicht trocken. Discord-Auftrag. Am Freitag. Eine Woche für Sammler. Internationaler Frauentag. Okay. Da sind wir dabei. Der Pi-Tag. Ach, das ist schon wieder Pi-Tag. Ah, die sind verbrauchbar, die Tarnung. 100 pro Aufnähermarathon. Bubble Tea, japanische Wasserwappen und Kimchi. Alter. Okay. Ah. Das ist irgendwie alles nicht so interessant. Muss man sagen. So, wir pumpen. Ne, wir müssen weiter freie EP pumpen. So viel wie geht. So. Wir nehmen unsere Benson. Nein, brauchen wir gar nicht. Und die Flasche. Irgendwas hängt hier. No System, ey. System. So. Er hat noch die volle Packung. Chibio. So, mal die Lippen ein bisschen feucht halten. Ach ja. Wie immer auch noch nichts gegessen. Das heißt, meine guten Butterkekse kommen zum Einsatz. Blub. Ich weiß, es sieht aus, als ob ich mich nur von Butterkeksen ernähre, aber dem ist nicht so. Keine Sorge. Nach dem Stream esse ich da immer ordentlich. Ist zwar nicht so gesund, aber hey, man. Unterm Tag ist das relativ schwierig.
Aber es kommt halt dieser 16-8. Wie soll ich sagen? 16-8. Ich will nicht sagen Diät, Ernährungsweise. Ich glaube, es ist besser. Kommt das sehr nah, tatsächlich. I am Optimus Prime, Leader of the Autobots. Autobots, roll out. Ihr habt es gerade gehört, die Kekspackung ist offen. So, ich hoffe mal, heute läuft es besser als am Dienstag. Dienstag war Oberkürze. Aber davon lassen wir uns nicht einschränken. Heute geht es wieder richtig ab. Einen guten. Damit ich auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann. Ach, schwer, so viele Zerstörer. So krass, ne? Meine Tops sind halt schon einsatzfähig. Sekunden. Dann rollt die nächste Salve. Torpedos to starboard. Ja, genau. Scheiß Alaska, ey. Torpedos astern. Smoke generator started. Problem solved. Ja. Alaska for the win. Tag fängt schon mal gut an. So. So, aber wir werden die hochstufigen Sachen fahren müssen. So, Taschkent. Er hat wenigstens 8 Kilometer Torps. Ja, und das meine ich mit, ich werde das pumpen. Einfach durchziehen.
So. Da sind sie zu zweit. Und Somas und Haaland. Mega. Das brauche ich nicht mit rumdackeln. Da gehe ich lieber hier in den Mittelcap. Ich habe aber auch eine miese Aufklärungsreichweite, ey. Dafür habe ich halt Heal als Zerstörer. Ne? Russische Zerstörer, die kriegen halt zum Schluss den Heal. Das ist ultra nice. Das heißt, kanonentechnisch bin ich den allen überlegen. Vielleicht der Mokador nicht unbedingt. Näher an die Insel ran. Bisschen mehr seitwärts. Aber noch bin ich hier alleine. Noch ist alles ganz cool und gechillt. Ist mir scheißegal, ob du. Ah, guck mal, da wurde Hydro angeworfen. Und da ist er rausgefahren aus dem Cap. Na, da kann ich mein Hydro ja hier richtig geil absetzen. Oh lol, wo kommt denn da die Mogador her? Ich muss hier weg. Die schießen von da hinten halt auf mich drauf. Weil der mich hydroht. Hi, Gehring. Keiner sieht mich mehr. Bäm. So, noch ein paar Punkte abgreifen. Ja, gute Basepunkte abgreifen, indem wir jetzt hier noch in den Cap fahren. Und den Cap cappen. Das Radar. So, jetzt bin ich relativ sicher. Das scheiß Petro-Radar.
habe halt auch kein Dingsy. Ja, kein Nebel. Komm, mach die Akizuki weg. Gib ihr. YOLO. Scheiß Pedro, die hole ich mir. Oder auch einfach mal nicht. Oder ich hole mir einfach den Cap. Na, scheiß drauf, was die anderen. Das wird wenigstens eine gute Runde. Ja, die Petro muss halt. Jetzt hat er wieder das Dings angeworfen. Meinen letzten Heal schmeißen. Jetzt hat er wieder seinen Sonar angeworfen. Sein Hydro. Ich stehe einfach hier und warte. Außer die scheiß Atago da hinten will irgendwas. Zack. Da haben wir uns ihn gegönnt. Jetzt ist er occupied. Occupied mit der Rune. Du Kackwurst. Ja, wie halt extra auf mich gewartet hat, die. Der Kacknapp, ey. Warum die Runi nicht getötet hat, entzieht sich auch meiner Kenntnis, ey. Die Yoshi oder schmeißt der Torps, ey, wohin denn? Na, ich hätte die Montana holen sollen. Jo, einer trifft und damit ist er raus. Zwei Caps. Alles gut. So, bisschen gelunzelt. Was nur schon wieder. So, Fletcher, Rino hat gewonnen, verloren. Ist okay. Ja, am Anfang brauchst du ja keine Wins, aber hey. Und die Flaggen tut's mir halt leid. Ja, schade. Direkt nochmal. Na, ihr habt doch gesehen, ich habe die 9er eingestellt. Weil die halt einfach mehr XP geben. Ah, guck mal, Team Grado haben wir schon mal. Kein Flugzeugträger. Ja, 5 U-Boote und Zerstörer. Mega.
Und schnell Kiste ab. Wow, 1 Minute Booster. 1 Minute Booster. Ist doch. So. Freedom. We take the battle to them. Freedom. Shima Black Jutland. Eine Salem Venezia. Okay. Enemy force detected. Da ist schon mal die Venezia. Die Shima, die hier angegangen ist. Da, das U-Boot. Alter, das nervt halt übel ab. Torpedoes to port. Problem solved. Torpedoes direct front. Torpedoes to port. Problem solved. Na, oh, unsere Shima ist tot. Mega. Detected. Autobots.
solved. Ja, scheiß U-Boot ist auch noch da, ey. Smokescreen set. Beschäftige die halbe gegnerische Flotte und nichts passiert. Na, jetzt kommt halt der Thunderer da angeschwurbt. Ja, no chance, ey. Ja, wo ist jetzt der Thunderer, ne? Jetzt müsste halt mal aufgehen. Ah, er ist geplatzt. Ah, da ist die Shima. Das ist ich krieg halt genau einen rein. Oh, ich bin hold below the waterline. We need to get rid of this water. Oh, ich Schwein. Problem solved. Ja, also mein ganzes Gameplay ist halt jetzt für den Arsch, weil die Shima einen Lucky Tor getroffen hat. Immerhin, wir haben einen Heal. Das heißt, ich heile mich halt um 10 pro Sekunde wieder. Tashkent hat gewonnen. Ja, 2400, 12.000. Ja, gar nicht hier verweilen. Irgendwas. Nee, der ist auf dem Weg nach oben. So. Eine Ruhm. Ein bisschen Kreuzer-Action, Schiffs-EP nehmen wir mit, Kapitäns-EP nehmen wir mit und Freaks-EP nehmen wir auch mit. Ab. So. Du fliegst zurück. Das ist ganz gut. Ach, heute machen wir mal ein bisschen wieder gut. Ah, Schülerteam gerade. Oh, eine TK1 komplette Divi. Gefechtsstation.
Lager gegen den Propeller. Ja, läuft, unsere Propeller hat noch nicht mal einen Flieger losgeschickt. Aber doch. Entschuldigung, nichts gesagt. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Was fliegt er? Die Groningen. Nehmen wir mal die Benson. Oha. Zerstörer ist da. Lol, ich wäre hier richtig hart anvisiert. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Natürlich. So, es kam da noch ein Sonarping. Läuft. Torpedos direkt voraus! Torpedos voraus! Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren! Torpedos voraus! Problem gelöst! Bum, 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 bum! Und tot. Na, wenn deine DDs halt einfach nicht wieder dumm wie Brot sind. Na, es fängt wieder so an, wie es letztes Mal aufgehört hat. So. Aber wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Chup, 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 chup.
Rein in den Cap und Torpedos werfen. Dass man ready ist für den. It was my honor. Für den nächsten Schwung, wenn der D kommt. Enemy force detected. Ja, fährt halt plus 10,5 Kilometer, aber hey, was sonst? Ah, eine Ortung haben wir auch noch. Die haben sogar eine Donskoi hier. Alter. Der mal wieder nicht Radar hat. Jetzt doch, er radert. Lol, er radert halt instant. Ich sehe aber nichts. Smoke generator started. Enemy battleship sighted. Enemy cruiser detected. Alter. Was geht, Minotaur? Oh, das ist eine Radarmine. Oh, zum Glück hat keiner aufgepasst. Zum Glück hat keiner aufgepasst. Oh, doch. Oh, Alter. Wo kommt denn das scheiß Radar her, Alter? Autobots, concentrate fire. Okay, die Yamagiri ist auf der anderen Seite, das ist doch schon mal positiv. Wo ist der zweite DD? Die Giring. Autobots, reporting the target position. Oh, fällt er etwa in die Tops rein? Our team has taken the lead. Neither impossible nor impassable. Alter, diese. Well done.
Warum ist er denn der Nächste? Was ist denn da? Die kann es ja nicht sein. Weil sonst hätte die Napoli ihn ja gesehen. Ah, die Yamagiri ist aber auch weg. Sehr gut. Und heißt Wolo, wunderschönen. Gibt es eine Puerto Rico in einer Entfernung von 10 Kilometer, wurdest du unsichtbar? Naja. Ja, yeah, die Puerto Rico habe ich aber erst später gesehen. Die ist erst später aufgegangen. Weil die hinter der Insel war. Ich habe immer schon 75.000 Spotting Damage. Meine Fresse, ey. Ah, da kommen Torps, jede Menge Torps. Das heißt, da ist eine Gearing. Our victory is in sight. Let's finish this fight once and for all. Da ist die Gearing irgendwo. Na, von denen kann keiner einen Torp werfen. Na doch, die Takahashi kann Torps werfen. Da ist die Frage, waren das Takahashi-Torps oder waren das Giring-Torps? Die Giring muss hier sein. Ja. Ja. Okay. Wie ich prediktet habe. Zum Glück habe ich mein RPF. Problem ist, ich werde jetzt hier nicht viel Schaden machen können. Außer die Gearing kommt jetzt hart zu mir. Ich muss eigentlich gar nichts machen. Ich muss ihn einfach nur offen halten, oder? Das war's schon. Alter, nicht einer von uns ist draufgegangen. Dank meiner Mega-Spotting-Damage-Reichweiten. Yes. Ja, ich war gar nicht so schlecht, dafür, dass ich fast nichts gemacht habe. Endlich mal ein Sieg wieder. Ein verdienter. Aber Sport, ne? Wichtig, wichtig. So. Containers. Ah, guck mal, unsere drei Container war schon vor. Ah, gestern noch Glückscontainer gezogen. Einfach um meinen Wert nach oben zu pushen. Gibt's jetzt wieder Kohle. Na, jedes Ding ist garantiert 400 Kohle. Plus. Das heißt, im Schnitt machst du 600 Kohle pro Container. Na, in jedem zweiten ist ungefähr ein zweites Ding drin. Manchmal hast du drei drin. Aber ungefähr 600 Kohle machst du pro Container. Im Schnitt. Ach ja. Oh. So. Wie war eigentlich euer CW gestern noch? Endlich mal wieder einen Win eingefahren? Oder mehrere, je nachdem. So. Ah, kurz Beine. So. Huch. Auf geht es. Eins. Zwei. Drei. Vier.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Und schon ist einem wieder warm. Ich muss einmal mal wieder aufräumen hier. Na, wenn dann was. Die Bude halt. Ich will nicht sagen, zugemüllt ist, aber irgendwo liegt immer irgendwas rum. Ach, Spiele und nur 2 Niederlagen. Was heißt, ging so? Das ist ultra erfolgreich. Schon mal GZ? Direkt durch. Das heißt, ein Viertel Niederlage sind 25% Niederlage, das heißt 75% Siegrate. Also, was willst du mehr? Warum ist eigentlich das Spiel so leise im Moment? Muss ich das lauter drehen? Alter, Colbert. Ja, fahr halt, wenn du mir schon die Vorfahrt nimmst. Mein Friese, ey. Dann dürfte ich in der Theorie hier richtig guten Support haben. Naja, diese Use ist Dreck. Aber die Colbert könnte mir gegen die... Jawohl. Er bleibt da hier stehen. Okay, ich habe null Support in meinem Cap.
Okay, Fletcher ist da drüben. Das heißt, ich habe entweder die Z oder die Xianyang. Okay, beides machbar. Natürlich eine Stalingrad ohne Salem. Einmal 9 Kilometer und einmal 12 Kilometer Radar. Okay, der wird schon gekappt. Das heißt, das ist irgendwas sehr Schnelles. Ich muss mich halt echt beeilen, dass ich noch in den Cap komme, um gegen zu cappen. Natürlich, da ist die Stalingrad. Wer ist denn noch hier, wer ist, der mich sieht? Weil die Charles Martel kann es ja nicht sein. Das schwurbelige U-Boot, hä? Autobots, attack the enemy warship. Smoke generator started. Drones are for Decepticons. Besides, I'd rather roll. Cruiser detected. Ah, er ist rausgefahren. Hat er nicht Hydro? Sechs Kilometer Hydro, Mann. Ich komm halt nicht weg von ihm. Endlich. Wäre halt echt nice, wenn auch jemand mal auf den schießen könnte. Gleich wieder das Hydro. Okay. Alter. Also, Xianyang. Stalingrad ist weggefahren. Xianyang. Wir hatten auch einfache Gegner. Die ersten drei Runden liefen so, zwei Punkte einnehmen und auf den Gegner warten, der nicht kämpfen wollte. Ist okay. Win ist Win, egal wie. Our team has taken the lead. Neither impossible nor impassable. So, jetzt lasse ich mir wieder zugehen. Und jagt die Xianyang. Nein, ich brauch's nicht jagen. Der ist eh gleich Matsch.
Wie gesagt, Win ist Win. Zum Schluss fragt kein Mensch mehr nach, wie du gewonnen hast. Und da geht es nur noch darum, hast du auf der Statistik einen Sieg und Niederlage gefährdet. Wo ist denn eigentlich der Flugzeugträger? Der muss ja links hier irgendwo sein. Weil er ständig halt hier drüben angreift. Und ich sehe keine Flugzeuge hier quer rüberfliegen. Das heißt, hier ist er nicht. Was ist Charles Martel? Hast du Schiss? Kann der mir was? Nee, der kann mir nichts. Solange ich nicht in seinen. Solange ich nicht reinfahre in seinen. Kann ich machen, ne? In 80 Sekunden ist das nächste Ding fertig. Es geht aber auf keiner auf die scheiß Charles, ey. Die fährt hier friedlich vor sich hin. Na, endlich. Ich kann aber auch nicht hier jetzt anfangen, wenn er noch, weiß ich, 50.000 Leben hat oder so, den zu pumpen. Ja. Ja, da kommt halt Shit angeflogen, aber es ist halt von der Colbert, oder? Er zieht halt nicht weit genug vor. So, die Z könnte jetzt friedlich auf ihn ballern, auf die. Macht er aber nicht. Der Weg in die Goldliga ist noch sehr weit und da ist hier das Siegel gekommen. Genauso schaut's aus. Genauso schaut's aus. So, next one. 4800. So, da läuft alles, da geht es erst 18 Uhr weiter. Ach schade, ich hätte tatsächlich, ich hoffe mal Soundfall kommt heute und dann kann ich mir fragen, ob er seine zwei Mädels abgegriffen hat gestern. Von World of Tanks. Oh Moment, ich muss kurz die Nase putzen, das heißt, die Cam geht mal aus. Na, es ist wieder fresh. Pünktlich zum Spielstart. Kein Flugzeugträger. Eine Mogador, eine Benson. Alter. 1, 2, 3 Radars. Die Plymouth hat bestimmt auch noch eins. Das wären dann 4. Oh, mega.
Wir haben 1, 2, wow. Okidoki, da kommt eine St. Vincent. Die ist ja extrem gefährlich. Alter, da kommt ein fucking Torpedo, Mann. Und ich bin unfähig, dem auszuweichen. Außerdem ist da schon irgendwas kaputt gegangen. Oh, das ist eine Buffalo. Kriegst die Tür nicht zu. Enemy cruiser sighted. Enemy battleship sighted. Das ist noch Ohio. Enemy cruiser sighted. Kümmern wir uns mal nicht um die St. Vincent, die wird nämlich gleich sterben. It was my honor. It was my honor. Schwurbelige Buffalo da hinten. Immerhin, sie ist, ich bin nicht in Radarreichweite. Zweiter Kill. 82k Schaden. Oh. Pusht aber auch hart rein, oder? Käse Buffalo. Oh, das sind so Buffalo und Seattle. Alter.
wie sie halt gegen die hier zu verbleiben ist ganz schlecht. Ein Need Support. Oh, die Mogador ist ja noch voll. Alter. I need your support. Ja, da hocken sie zu fünf in dem scheiß Cap-Kreis drinne. Ja, die werden darüber fahren. Ich muss halt von der Seattle weg. Wenn die ihr Radar wirft, bin ich halt tot. Wenigstens kriege ich den Spotting Damage. Go, go, go. Oh, da waren wieder 5k. Ich halte die Mogador offen. Das passt ihm ja gar nicht. Das passt ihm ja absolut gar nicht. Oh, ich bin zu nah dran. Ja, die sehen den jetzt nicht mehr. Ja, müssen wir abbrechen, weil es ist Zyklon. Es ist der scheiß Zyklon. Our victory is in sight. Let's finish this fight once and for all. Und dat war dat war da. Ach so, er kann mich nicht sehen. Er kann mich auf 9 Kilometer radarn, aber er kann mich nicht sehen, weil er 8 Kilometer sehen kann. Ja, läuft, oder? Okay, da haben wir die Buffalo. Die ist weg. Oh, die Mogador ist am nächsten. Wo ist denn die Seattle hin? Oh, die Mogador kommt wieder. Da. Okay. Mogador ist durch. Kein Mensch sieht die Seattle. Alter, das kann doch nicht sein. Ja, Cap ist auch, ist gleich zu Ende. 30 Grad bei euch. Ja, aber kann der Zyklon sagt, du siehst die Sichtbarkeit ist auf 8 Kilometer beschränkt. Das heißt, selbst wenn er mich radert, dann sieht er mich auf der Minimap, aber er kann mich nicht. Er kann nicht weiter als 8 Kilometer sehen. Das heißt, er kann mich nicht anvisieren.
Das wäre ja sonst ein Unding. Ja, guck mal, 23k, 6000 wieder. Easy. Verdienen Sie Base EP, läuft. Das eine Radarschuss sehe ich dann auf 8 plus. Was? Das ist ja beschissen. Da müssen wir gleich ein Ticket schreiben. Das kann so nicht. Entweder 8 Kilometer für alle oder 8 Kilometer für gar keinen. Dann können sich die Mechaniker auch an den Hut stecken. So, weiter. Ich fühle mich benachteiligt. Aber hart, ey. Nach der Runde, ja. Nach der Runde ist vor der Runde. Immerhin, ich komme gut jetzt dazu, meine Free XP um meine Schiffe zu pushen. Zumindest die. Bei der Fletcher fahre ich doch jetzt den einen oder anderen Sieg ein. Das hilft halt, die Base EP zu farmen. So, Alter, immerhin nur ein Radar. Wow, aber dafür halt eine Kita ist ein. Name of Freedom. We take the battle to them. Mit was habe ich noch angefangen? Weiß das wer? Thank you, Mit 190.000 all of Free you. XP, oder? Let's give them a hard time. Mich gestartet. Naja. Wie will sie? Na, ich habe halt auch ultra spät wieder angefangen, weil es wurde halt wieder geupdatet. In dem Fall World of Tanks. Ohne Ende. Könnt ihr mal. Du willst einfach nur das Spiel starten und dann, ja, wir müssen updaten. Gut, ich habe gleich die Chance genutzt und habe noch Updates gefahren für die ganzen Steam-Spiele nebenbei. Unter anderem wieder ein 500-Megabyte-Patch für Hogwarts. Nein, nein, mein U-Boot verlässt mich. Oh, es fährt keiner hier drüben hin. Das ist ja. Ach, irgendwie unbefriedigend. Wer ist denn da? Ach, wir haben zwei U-Boote. Können das das U-Boot sein da drüben? Ich weiß es nicht. Ich lieg hier rum. Na, wir lassen einfach mal. Oh, hier. Ja, die Stalin gerade weg. Ah, ich bin rausgefahren. Käse. Hat sich schon erledigt. Da ist das U-Boot, oder? Und gleich nochmal. Ah, da ist eine Kita. U-Boot ist abgetaucht. Edinburgh pumpt. Amalfi pumpt. Allein.
Okay. Ja, U-Boot. Okay. Xianyang, Alter, was kommt denn hier alles? Ich muss hier weg, ey. Da kommt halt Stalingrad. Okay, ich verhindere den Cap. Einmal nicht aufgepasst. Vor seiner ersten Runde waren 190.000 auf Dua. Ja. Ja, gut, ich habe 2 Kills, ne? Our victory is in sight. Let's finish this. Ach, einmal nicht aufgepasst und schon kriegst du wieder. Die Torps hätten nicht sein müssen. Guck mal, wir haben 100, das heißt 24.000 haben wir gemacht. Was habe ich geredet? Ich habe irgendwas erzählt von, ich muss 100.000 die Woche machen. Okay. Und das ist overall, ne, mit allen Boni, die es halt gibt oder so. Und wir haben jetzt schon 24.000 gemacht. Das läuft. So, kurz meine Beine wieder. So. Uff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38.
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Boah. 50. Boah. Da brennen die Oberschenkel so. Und wir starten direkt. Starten direkt rein. Heute richtig Le Pimp. Ja, das heißt, Pi mal Daumen, ich mache dreimal in der Woche Worships. Das heißt, pro Streaming-Spieltag müsste ich ungefähr 33.000 machen. Um Pi mal Daumen das hinzukriegen. Ja, das heißt, wenn wir heute ordentlich pumpen, passt das. Oh. 19 Minuten, alles cool. Keine Flugzeugträger, wieder jede Menge Zerstörer. Feuertechnisch sind wir denen halt total überlegen. Wir haben eine Shima und eine Kagero. Und die können alle schießen. Nur die Sashi jetzt nicht so, die wird sich halt tracen, aber ich habe eine Shima und eine Kagero auf meiner Seite. Das halt. Nee. So, und ich kann ja auch nicht. Ich habe ja keinen Nebel, ich habe ja nichts. Das heißt, ich kann da auch nicht so rein jolohen. Vor allem, weil halt keine Unterstützung kommt. Ich da wieder sehe. Bisschen sneaky. Aber noch ist keiner drinne von denen. Ja, guck mal, meine Reichweite ist halt extrem hart. Jo. Ja, natürlich trifft er. Torpedo Support! Was ist das? Der Mega-Leck des Todes. Ich bin halt einfach platt. Oh, Chop hat getroffen. Alter! Hör das auch mal auf. Ich bin nicht mal sichtbar. Jesus. Jetzt bin ich sichtbar. Da kam...
mal wieder. Alter, Hindenburg. Ich werde hier halt so hart unter Druck gesetzt. Vor allem, was ist denn da hinten, dass die ganze Zeit da mich reinballert? Es muss doch die Minotaur sein da hinten, oder? Und vor allem, wer hat mich da geradert? Welche Wurst? War das die Moskwa? Aber die haben wir noch nicht mal gesehen. Ah, Moskwa ist tot. Hurra. Endlich. So, was mit euch? Ihr fahrt jetzt hier rein, oder? Der Kremlin fährt doch jetzt hier rein. Oh. Die Frage ist, reichen meine Torps von der Reichweite her? Eigentlich nicht. Ah, jetzt wird es schon besser. So, wir haben abgeleicht. Zwei DDs sind halt schon tot. Immerhin. Die Sherman und die Yugu. Da kommt der Kremlin. Oh, der fährt schön rein, oder? Stück auf den Kremlin. Jawohl, ja. Damit hat er erst. Damit habe ich mein Ticket gesichert. Er fährt weiter. Engine boost activated. Ihr müsstet ihn mal platt machen. So, just for info. Könnte der scheiß Kremlin mal sterben. Alter, noch 4000, 2000, 1000. Black. So. Jetzt kann ich hier nachgucken nach dem scheiß U-Boot. Wo ist das Kack-U-Boot? Groningen ist da in der Mitte. Oh, wir brauchen aber auch die Caps, ey. Da, ich bin schon wieder gesehen von irgendwas.
torpedoes direct front. Da. Engine boost deactivated. Erwischt. Einmal erwischt. Oh oh. Oh oh. Minotaur, verpissen Sie sich. Und da ist das Radar. Radar ist weg. Torpedos dead ahead! Naja, ich sehe dich. Und Torpedos direct front! Boost activated. Our team is taking the lead. Let's take what we came for. Torpedoes to starboard. Victory is in sight. You could have left me more to work with. Enemy submarine sunk. Oh, sauber. Mein Sub halt noch platt gemacht. Wo ist jetzt die Groning? Da. Ich würde sagen, ich habe meine Seite gehalten, oder? Ganz alleine, mehr oder weniger. Ach, schade. Schade. Da macht der Thunder noch ein... Ein Zufallstreffer. Jawohl, 2600 wieder. Na, das war ein schönes Match. Ah, ah, schade, das bin ich nicht. 1900, yes.
Alter, die 68.000 auf den Gremlin, das haben denen bestimmt nicht gefallen. Dass der 77.000 und nochmal 3.000 durch Flooding. Hä? Wie kann denn andere... Ach, das sind die Wasserbomben mit drinne bei anderer. Lol. Weil hier steht ja nur Wasserbrüche, 2.800. Aber normalerweise steht da halt Feuer. Aber da zählen die Wasserbomben rein. Mal gucken. Müsste, ne? Ja, das sind die Wasserbomben, die da mit reinzählen. In andere. Lol. Ja, wenn du einmal von einem Zerstörer gepinpoint bist, ist das halt echt schwierig als U-Boot. Vor allem, ich bin halt ein Zerstörer, der halt noch sehr viel gesehen wird. Ne? Ich habe halt keinen Nebel, ich habe eine riesige Aufklärungsreichweite. Oh, Fletcher hat auch gewonnen. Was hatten die Fletcher? Oh, Alter. Geht, oder? Kein Vergleich zum Dienstag. Ah, nochmal 5.000. So. Next one. Chaka. 137. Ich brauche nur noch 100.000. Dann ist die Fletcher durch. Gib ihm. Oh, wait. Ja, Sport habe ich gemacht. Oder? Ja, 1637. Ja, Sport habe ich gemacht. Ah. Ich müsste es mal abhaken. Ah, vor 2 Stunden. Weil das Gefecht geht keine 26 Minuten. No chance. So. Oh, wieder goldgepresstes Latinum. Gefunden. Mhm. Forschung. So, Forschung läuft. Immerhin. So, die Tala müssten wir irgendwann mal freischalten. Alter, 6 Stunden. Vermessungsschiffe. Ach, du pusht da die Vermessungsschiffe. Oh, okay. Ja, muss eh alle. Von daher. Zack. Next one. Du. Ah, noch ein Stündchen, dann werden dann die Tagessachen resettet. Das läuft alles. So. Aber wir fahren jetzt weiter, Warships. Yes. Wir pushen alles, was geht, oder? Boah, Alter, was geht denn wieder? Oh, Colbert, Alaska, ein Radar. Oh. Nur ein Radar, nicht mal ein U-Boot dabei. LOL.
Force detected. Habt ihr Richtung gedreht? Der Blaggy. Oh. Aha. WTF Kackschirmen. Reporting the target position. Ah, es wurde genebelt. Dabei wäre ich doch gleich vorschnell da vorgefahren. So, zack, andocken. Da kommt das Hydro. Z, mach dich nicht strafbar, Junge. Ich hoffe, ich kann der Regolo helfen. Gegen die Regolo. Time has come. My time has come. Ballern. Ja, immer schön in einer straighten Linie wegfahren. Das ist awesome, dass er mir hier Nebel gelegt hat. Das fand ich ja echt spitze. Da war nochmal 2K. Autobots, follow my lead. Muss noch am Timing arbeiten. Ja gut. Das sollte jetzt nicht so schwer sein, aber ja. Grundsätzlich ist das ein Plan. Was ist denn hier in Montana Rune? Wir brauchen Unterstützung. Oh, ich habe eine Fletcher. Ich habe ja Nebel. Ohne Ende. So. Wäre halt cool, wenn die Montana sich mal aufmachen würde, uns zu helfen. Wo ist die Alaska? Hier müssen doch zwei Schiffe denn da sein. Ein Conqueror und die Alaska hinter dieser Kackinsel, oder? Ich sehe die halt auch nicht. Da ist der Conqueror, der Thunderer. Ich sehe halt die scheiß Alaska nicht. Aber die muss halt, der zeigt halt genau hier hin. Autobots, confront the strategic target. Das ist der LED hier vorne, das ist der Sherman. Ah, die Alaska ist da hinten. Okay. The hunt ends here. Alter, jetzt wird's interessant. Jetzt fahren sie alle auf einem Haufen. Hi Ford, wunderschönen Tag. Juhu.
Blam hat's die Schulz weggeplämmt. Die Alaska muss halt weg. Es wäre hilfreich. Der Berg ist doch mein Freund, oder? Autobots requesting cover fire. Na gut, dann machen wir mal halt Smoke. I know, du hast noch Radar an. Au. Daneben. Wie lange geht denn ein scheiß Radar, ey? Da ist mein Brand. Rache! Rache für die Blutwurst! Brenne! Na, das wird... Oh, da war ein Thunderer irgendwo. Nee, doch. Da war noch ein zweiter. Das ist ja mal... Ah! Was das denn? Fire Alarm. Problem solved. Ich erzähl noch, da ist ein Thunderer, ne? Gut, dann werden wir uns den mal einverleiben. Hi ho. Hi ho. Five Fett Alarm. Bom 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 bom. Bom, 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 bom. Yes. Bäm. Und mal richtig abgegrabt zum Schluss. So muss das sein. Die DD ist alle ganz oben, bis auf die Zorki. Ah, das war Blacky. LOL. Wenn man Opfer aus dem eigenen Clan hat, genau so schaut's aus. Ganz unverfänglich. Nur mal richtig die Tops abgegriffen. Jawohl. So, aber wir müssen trotzdem den Sport machen. So, kurz meine Beine wieder vertreten. So. Auf geht's. Eins. Zwei.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Was will er jetzt? Ich hab's gar nicht mitgekriegt, lol. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50. Ja. Hey ho. So, Sport 160, wir rollen, auf geht's. Wie er gar nicht mitbekommen hat, dass ich auf der Gegenseite war. Deswegen immer die Gegenseite anschauen oder erstmal am Anfang des Gefechts kurz durchgehen. Ne, selbst wenn man Leute kennt, man überliest das halt so schnell. So, den Sport abhaken. Der wie viele waren das jetzt schon? 1, 2, 3, 4. Oh. Ich muss meinen Schiff zurückrufen. Ja, sehr gut. Erledigt. Wurde nicht angegriffen. Sehr gut. Alter, mal diese eine Minute Boost, ey. Was will ich damit? So. I
Also, Yamagiri, Yuyang, Hugumo. Booster, Smolens, Takashi, Nemtu. Hat von denen einer Radar dabei? Die Neptun könnte, würde aber nicht dabei haben. Und die Wooster hat keins. Potenziell. Ach, ich fahre mal vor, schmeiß meine Torps und dann gucken wir mal. Na, das ist halt das Wichtige, immer Torps werfen. Dafür hat die Fletcher halt 80 Sekunden Reload-Timer. Natürlich hat die 9 Kilometer. Die Wust hat auf. Nimmt man den mit? Weil normalerweise hat ja die Neptun eher den Nebel statt den Radar. Ich glaube, die liegen ja auf demselben Slot. Also sie könnten. Müssen nicht. Ich weiß nicht, wie es bei... die Neptun ist eh in der Mitte. Die würde die Ragnar jetzt direkt aufmachen und platt. Die Ragnar wird sterben. Weil keiner auf die Neptun zielt. Und da ist auch noch direkt die Smolly. Alter. Okay. Oh, hier oben. Zwei Leute hier oben. Okay, ich fahre mal direkt rein. Aha. Der wird halt hier zur Insel fahren. Oh oh, da kommt die Kante. Mich so weit wie möglich von der Wooster weghalten. Ich glaube, er rechnet nicht mit den Torps. Aber die treffen ihn auch nicht. Aber sie drücken ihn halt. Natürlich entdecken mich die Kackfliegers. Will er mich verarschen? Oh, da nicht gesehen. Hehehe. Ah, da nicht gesehen. Und ich drück weiter rum. Und jetzt kommt da Radar. Das nützt ihm aber nichts, weil keiner da, der auf mich schießen kann. 100 Radar ist aus. Die Booster hat... Ja, haben wir gesehen. Die Booster hat zu 99% Radar. Den Slot belegen also tief die beiden Flugzeuge. Ah, damit ist er tot. Es wäre echt nice, wenn die Buffalo mal ihr Radar anmachen würde für die Yamagiri. Das könnte hilfreich sein. Wenn man schon weiß, dass da eine fucking Yamagiri da rumsteht. Die Frage ist, wo will ich hintorben? Jetzt haben sie die Yamagiri mal aufgemacht. Die alle da rumstehen. Warum kommt da der scheiß Flieger? Kann der den steuern?
Ja, ich muss in die Mitte. Der wird jetzt hier ein Flieger nach dem anderen schicken, scheiß Delaware. Ja, der ist von dem Hybrid-DD, Hybrid-BB. Na, meine Hindenburg dümpelt halt da hinten rum. Ja, der macht mich halt jedes Mal auf, wenn er kommt. Als ob er weiß, wo ich bin. Er hat mich halt direkt angeflogen. Und ich bin nicht geortet. Muss man halt mal sagen, ne? Tja, es hocken die alle hier, ne? Ich bin natürlich derjenige, der die hier alles spottet. Läuft. Okay. Ja, Smolensk ist okay. Die Yamagiri muss jetzt. Torpedos direct front. Oh, zum Glück habe ich Beschleunigung. Zum Glück habe ich Beschleunigung. Die Frage ist, wo ist die scheiß Yamagiri? Die ist ja bestimmt nicht mehr da. Ist die Smolensk noch drinne? Ja. Alles schlecht, alles schlecht. Alles super schlecht. Jetzt kommt der Flieger schon wieder. Was kommt da alles angeflogen? Alter, ich krieg die Krätze. Boah, die Magie da hinten hat's weggerissen. Delaware, endlich. Halt. Oh, mein Feuer. Oh. So, jetzt hoffentlich kann die Hindenburg mal irgendwas reißen da hinten.
Das wäre echt hilfreich. Der steht auch bloß da und lässt sich beschießen, oder? Oh, die Smolensk ist doch immer noch da. Alter, und die Neptun lebt auch noch. Konga und Ragnar gegen den Neptun und sie raffen es halt nicht. Und die Yamagiri geht raus. Autobots, provide fire support. Die sind halt noch voll. Alter, die ganzen dicken BBs sind halt noch voll bei denen. Das ist doch die Kretze. Frage ist, ist da die Yamagiri noch drinne? In dem okay, Yamato ist raus. Torpedoes to starboard. Torpedoes astern. Neptun ist raus. Ja. Die Yamagiri ist da oben. Our victory is in sight. Gar nicht wahr. Die ist raus. Sie ist raus. Das ist nur noch der Conqueror da oben. Ich dachte mal, die Hybride, die ist es halt wie die. Die schmeißen einfach ihr Ding ab. Stattdessen fliegen die ja damit umher. Also wie die Niederländer. Im Endeffekt. Wer ist er denn? Warum kommt denn hier jetzt Smolensk? Das finde ich ja mal. Wird die von irgendjemandem gesehen, ja, ne? Rache, die Rache ist mein. Ja, du hast auf mich vorhin geschossen. Ja, ja. Immer ein kleines bisschen. Immer ein bisschen draufhalten. Oh, ist beschleunigt der Hart. Brenn, mein Kleiner. Brenn. Jawohl, ja. Na gut, jetzt ist er außerhalb Reichweite. Aber er brennt noch. Ah. Bup, und ist er wieder auf. 900, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 15. Our team has taken the lead. Nor impossible. Enemy. Und hi, Christo. Wunderschönen Tag. Was? Naja, so krass ist es, ist krass auch nicht. Aber dass die Holländer Leute gegenfliegen. Ja. Oh, ja dann müssen wir mal. Okay, wir holen. Überleben bringt nichts. Schaden bringt was.
Aber ich glaube, ich gehe jetzt was fliegen. Hab gestern in Hogwarts meine erste Flugstunde gehabt. Da hat eine Hogwarts angefangen. Ja, GZ. Morgen gibt's übrigens fort. Morgen Freitag ist Hogwarts-Tag im Moment. Das heißt, da wird richtig Hogwarts abgerockt. Wenn du reingucken willst. Da kann ich vielleicht das eine oder andere erklären, wenn du eine oder andere Frage hast. Ansonsten viel, viel Spaß. Geiles Game. Aber die Technikprobleme, die machen es halt noch. Aber sie hauen jede Woche mindestens 500 MB raus. Habe ich schon angefangen, ich am Release und bin ich ja nicht so schnell. Ja, was soll ich denn sagen? Ich spiele einmal die Woche zum Stream halt oder so. Das war nur die Release-Woche, wo ich halt dann 2-3 Tage am Stück mal gespielt habe. Aber Moment, lass es ruhig angehen. Na, ich muss ja nebenbei noch WoWS machen, ein bisschen WoW machen. Immerhin, 8000 wieder. 2000er Base Match. Yes! Yes! 2001. Na, wo ist denn unsere Hindenburg? Naja, 1600. Okay. Ich muss sagen, ich habe meine... Oh, hier ist Smolensk. Habe ich mir gut gegeben. Die Neptun hat 2 Torpedos gefressen. Und ist halt nicht gestorben. Ich habe 2 Torpedos im Rein... Ich habe 38.000 in ihn reingedrückt. Und er ist halt nicht gestorben. Alter. Yamagiri am Conqueror ein bisschen gelutscht. An der Schliefen geleckt. Und die scheiß Delaware. Alter, dies hat mich genervt. Schaden durch Aufklärung, 80.000. Na, das ist ein ganz wichtiger Wert für DDs. So, internationaler Frauentag. Unsere Sachen abgegriffen. Yes. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin hin und her gerissen. Einerseits finde ich gut, ne, dass sie extra zum Frauentag was machen. Andererseits bleibt es abzuwarten, ob sie am Männertag was machen. Ne, ist ja Christi Himmelfahrt. Ist das überhaupt der internationale Männertag? Können wir gleich mal gucken. Ne, der internationale Männertag ist der 19. November. Lol. Kann man sich erinnern, ob sie am 19. November oder Weltmännertag? Ja, Weltmännertag ist nichts wechseln mit dem internationalen Männertag. Alter. Vatertag. Hm? Ist der 18. Juni dieses Jahr. Okay. Will sie. Ob sie zum Männertag irgendwas machen. Männer machen immer Sport, an jedem Tag. Das, mit anderen Worten, es wäre Zeit, sich wieder mal hier, wie heißt er? Ach, Männer. Wer hat den Scheiß-Song gemacht? Herbert Grönemeyer. Mal wieder anzuhören. Um mal wieder leben zu lassen, dass mein Mann ist. Yes. Oh, zu feiern, dass man ein Mann ist. Aber im kleinen Rahmen machen wir das jetzt, indem wir Sport machen. Ja, meinen ganzen Muskelpaket an den Beinen tatsächlich mal wieder locker. So. Ja, ich muss tatsächlich mal so nach dem Stream mal so ein bisschen so Dehnübungen machen.
Ja, damit halt die Muskeln halt nicht so verhärten. So, wir laufen auf der Stelle. So. Ich weiß, sieht immer funny aus, aber ist halt ganz wichtig, dass du die Muskeln halt lockerst. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 48, 49, 50. Boah, zieht aber. Ja, die üblen Partien, wo es halt zieht, ist halt im Oberschenkel, und zwar direkt über dem Knie, ja, da wo im Endeffekt deine Muskeln und alles zusammenlaufen. Beziehungsweise halt dann die Sehnen übergehen. Oh. So, jetzt können wir auch mal die Tür aufmachen. Um ein bisschen frische Luft reinlassen. Draußen sind halt echt geil 13 Grad, aber es ist bewölkt bei uns tatsächlich heute. So. Immerhin regnet es heute nicht. Gestern den ganzen Tag geregnet, 24 Stunden lang. Hammer. So, wir sind bei 193 km. Wir fahren. Derzeit kann ich den Sport wieder abhaken. So. Oder wollen alle 1000 Millionen Leute und wieder Hilfe haben? Und nun? So, und ich muss wieder Schiffchen losschicken, damit er wieder Erz abbaut. Auf geht's. So. So, was haben wir hier? Irgendjemanden, den wir kennen? Zwafel?
Nein, gut. Kagero Akizuki Chumu Black. Ne Salmon. Kein Radar. Gut, die Black hat welches. Glaube ich. Aber der. Ich sag mal so, der Hybrid-BB gerade, die Delaware, der ging mir schon hart auf den Sack mit seinen Fliegern. Dass er mich die ganze Zeit gespottet hat für die anderen. Aber müssen wir den Stuhl mal ein Stück ranziehen? So, falls Pana kommt. Ach, so. Let's give them a hard time. It's a hard, hard time. Oh, oh. It's a hard, hard time. Oh, oh. Between you and me. Hard, hard time to be. Ah, ich sehe schon, da fällt einer. Da fällt einer nach außen. So, Torpson ready. Ich sehe bisher auch nur die Sumo. Smokescreen set. Die Frage ist, was ist da noch drin? Nein, die Chumu-Torpedos können mir halt nichts. Ah, ich schieße aber auch wieder erst den Mensch jetzt gerade. Enemy Destroyer detected. Enemy Cruiser detected. Irgendein Torpedo hat auch getroffen. Alter. No. Problem solved. Autobots, fall back. Okay, relativ. Okay, er fährt zurück. Okay, das heißt, mein Angriffsziel gilt jetzt. Oh, die Black ist tot. Scheiß U-Boot. Jetzt stehe ich hier natürlich auf dem Präsentierteller, weil ich geschossen habe. Und dem ist das U-Boot nach unten gegangen. Autobots, concentrate fire. Tja.
Wo ist die scheiß Chung-Mu, ey? Ja, abgedreht. Ah, damit ist er weg. Und damit stehe ich jetzt alleine hier. Alter. Was für ein Affenkopf, ey. Einfach blind nach vorne Jolun. Ja, ich muss halt aufpassen, ne? Es sind halt echt viele Leute unterwegs gerade. Ich treib die weg. Die Chung-Mu sieht mich eher, als ich sie sehe. Ja, genau das nämlich. Genau das passiert. Der sieht mich eher, als ich ihn sehe. Das ist doch scheiße. Alter, ich habe 5,8 Kilometer. Oh, er ist rausgefahren. Okay, Käseburg ist weg. Kagero verkackt es auf die Ruprecht zu torpedieren. Während ich halt hier nicht an der scheiß Chung-Mu vorbeikomme. Das ist halt... Er schießt aber auch nicht. Ne? Er spielt das schon geschickt runter. So, Vladi ist weg. Oh, jetzt fällt einer nach dem anderen um. Pressen ein bisschen rein. Oh, what? Er will durch die Mitte. Okay. Das heißt ja für mich Amagi for the win, mein Freund. Der Gero macht die Yumugu platt. Ich krieg einen zu viel, ey. Wie schaut's denn aus? 1, 2, 3. Da war nochmal ein Abschiedsgeschenk. Problem ist, den spottet halt auch wieder keiner, ne?
Die erste Salve trifft ihn halt komplett. Our victory is in sight. Let's finish this fight once and for all. Da ist die scheiß Shumu. Let's stop Megatron's evil for good. Alhambra, Alabama. Ach, das ist da noch ein Boot? Ja, da ist noch ein Boot. Okay, die Kagero ist hier drüben. Definitiv. Ja, mit 2 Punkten. Easy. Ja, die Torps sind halt gar nicht so schlecht dafür, dass du so alle 80 Sekunden halt werfen kannst, 2 Salven. Da können selbst so unbedarfte Leute wie ich, die mit Torpen nicht viel am Hut haben, können den einen oder anderen Treffer mit als Ziel. Entschuldigung. So, die Frage ist, wo ist halt die Kagero hin? Ja, es wird halt Win bei Punkte. Zack, wieder 5000. Oh, Wargaming streamt wieder. Yes. Ne, müssen wir gleich mal anschalten. So. Natürlich dauert das jetzt alles wieder seine Zeit, bis da alles wieder geladen hat. Das kann weg. So. Den Wargaming Stream nochmal laden, damit auch die richtigen Twitch Drops anspringen. Und ich bin ja erstaunt, ich habe noch keine Biopause gemacht. Krasse Sache. So, der Warstreaming läuft. Die Community-Punkte laufen auch. Easy. So, dich braucht man. Ja, Glasfaserleitung von Arsch, ey, kann. Kannst die beste Leitung haben, wenn dein CPU alles ausbremst. Ich habe halt leider, mein CPU ist halt leider ältere Generation. Ja. So. Moment, wir müssen wieder holen. Immer abholen. Oh, 10 Ladungen da. Yes. Das ist doch eine Ansage. Schiff ist gleich fertig. Perfekt. Meilenstein erreicht. Yes. Ich bin auf Platz 7. Ah, schade. Egal. Gibt wieder ein bisschen was. So. Tägliches Event, was wollen sie jetzt? Wir wollen Stationsereignis, sprich wir wollen Basis ausbauen und Offiziers geheime Informationen verwendet. Erhöhe das Level deiner Offiziere und bessere Kampf. Ah ja, okay. Das kriegt man hin.
Und was wollen die jetzt? Allianzbeitrag und Allianzhilfe. Trage zu deiner Allianz bei oder biete Allianzkommandern Hilfe an. Um Punkte zu finden. Proweiter-Gnome. Ach so. So. Dö. Immerhin. Wie viel hat er jetzt schon? 5000. Nice, nice, nice. So. Aber wir machen weiter mit. Oh, wie sieht's denn aus mit unserem Gefechtspass? Oh, der ist fertig. Die 275 Bände hätte ich halt noch gern, ne? Aber dafür halt jetzt so megamäßig irgendwas zu spenden, ist halt auch nicht weg. 800 Schiff-CP ist halt schon nice. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich helfe aus. Wie wir das als Community hier so rocken. Krass. Ne, wir ein Zehntel ist schon wieder erledigt. Na, guck mal, die 4. Die 4 ist schon fertig, fast. Nice. Gefechtspass. Läuft. Belohnung. Ein Schiffsplatz, 300 Stahl und 300.000 Silberlinge. Tü -tü 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 -tü. 212.000. Das heißt noch 24.000. Auf wie. So, eventuell müssen wir den noch mal ein bisschen pushen. Ein Schild. Ja, ich kann es mir nicht auswählen. Ein Schild oder ein Warp-Antrieb. Yay. Ja, dann lieber den Warp-Antrieb. Erstmal, oder? Würde bringen Warp-Reichweite 13 und Warp-Geschwindigkeit 2,7. Das ist gar nicht mal so ohne. Und ich kann noch die Frachtkapazität erhöhen. Müssen wir sowieso machen. So, zack. So. Auf welches Schiff wandern die blauen Boni? Das ist eine gute Frage. Ja, weil die Fletcher werde ich wohl dann nicht mehr weiterspielen, wenn ich jetzt gleich durch bin. Ich werde halt bei den Tier 9ern bleiben. Die Frage ist, welche halt, ne? Ich denke mal, das ist vielleicht ein guter Punkt, dann mal die Taschkent zu nehmen und dich da durchzuqueren. Obwohl blaue Boni halt bei der Taschkent halt, ja, ist halt schwierig, ne? Weil die halt echt nicht besonders top ist. Ich würde sagen, die grünen Boni ich werde dann die Taschkent mit grünen Boni fahren. Ja, auch für die Free XP. Ich werde, aber mit der Taschkent, die ist halt so weit sichtbar, damit kann ich halt nicht umgehen. Ich krieg halt da übel auf die Fresse. Und da ist die.
Chance relativ gering, dass ich da irgendwas reiße. Alter, was sehe ich denn da im... Condé, hat die irgendwas Böses? Okay, er fährt aber weg. Das ist okay, er fährt weg. So. Geben Sie Gas. Da kommen noch 100 pro Torpedo. Torpedoes astern. Smoke screen set. Torpedoes to starboard. Ich drehe falsch. Capture that area. Okay. Was war denn das? Ein Yamagiri? Spottet aber auch keiner, ne? Okay, ich muss raus. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg, bevor die nächste Salve kommt. Das scheiß U-Boot. Anstatt dass das scheiß U-Boot mal spottet irgendwas. So wie das da. Torpedoes direct front. Enemy cruiser detected. Torpedoes direct front. Da ist halt auch noch ein U-Boot. Das ist halt so lächerlich. Well done, Autobots. Scheiß Condé. Condé fährt weg. Alter, wie kann der mich spotten? Torpedoes dead ahead. Torpedoes to port. Hi Yamagiri, dich habe ich gesucht. Du bist ein wichtiger Gegner. Es geht natürlich hier. Torpedoes to starboard. Warum bin ich noch offen? Bester Name, Cap. Alter, habe ich es nur mit... Fass sie doch an den Kopf. Was denn? Torpedoes astern.
Vor allem, was macht denn mein Team? Ich kämpfe hier quasi alleine gegen U-Boot und einen Zerstörer und mein Team verliert zwei Caps. Und vor allem gegen den Supertier. Alter. Rein in den Nebel und der Ping muss weg. Alter Schwede. Der Ping trifft mich halt instant. Da kommt halt random ein Ping angeschwobt und dann trifft er mich. Und da ist immer noch die scheiß Condé da hinten. Well done, Autobots. Anstatt soll ihr Feuer halt mal auf irgendeinen konzentrieren. Okay, einen nimmt er mit. Zwei nimmt er mit. Das ist nicht meiner, aber hey. Smokescreen set. Immer dieses Kack. Enemy destroyer sighted. Alter, ist klar. So, Taubs da hinten. Komm, der eine. Torpedos astern. Torpedos to starboard. Alter, das ist aber auch hier Ringelpiez mit Anfasen, ey. Meine Fresse. Komm, mach die Montana, jetzt halte sich da hinten wieder.
geht doch. So. Jetzt muss ich mal das U-Boot. So, unsere Jate geht es auch drauf. So, hier muss irgendwo ein U-Boot sein. Okay. Aus dieser Richtung sollte es kommen. Unsere Talana ist absolut unfähig. Mega. Kill it with fire, bevor es mich hier weghaut. Ich bin immer noch gesehen, jetzt nicht mehr. Okay, okay. U-Boot ist weg. Gott sei Dank. Als Supertier, ne? So, erstmal eine Cap. Was lebt denn von denen noch? Die neuesten Verschiebungen. Sport ist jetzt durch. Jo. Ja, es wird wohl los werden, aber ich werde hier nochmal... mich nochmal richtig gütlich halten. Nochmal ein Cap holen. Was macht er denn? Was für ein Affenkorb? Die geht nach innen, um die Torpedos zu avoiden. Kriegt er gleich nochmal welche. Fertig. Battle ends in 5 minutes. Hydroan, oder? Und wir haben verloren. Ja, schade. Aber 23.000, 6.300 könnte reichen, sollte reichen. Ja, bester Spieler auf dem Platz. Mal wieder. Wäre das ein Sieg geworden? So. Da es ja der letzte Sport ist, können wir ein paar Sekunden warten. 236.836.857. Yes. Alles entfernen. So.
Ach ja, so. Der erste Lichtblick des Tages. Wir bauen uns eine Gearing. Kostenpunkt 0. Also 0 Free XP. So, na. Kapitän zuweisen wird halt der gute Bumblebee. Oh, mir tut Bauch weh. Die vielen Muskeln. Oh. So, Moment, ich muss kurz was regeln. Wieso ne?
Was wollte ich machen? Ah ja, ich wollte ihn zuerst drauf. Er ist auch so. Die braucht man nicht kaufen, weil wird sowieso zurückgesetzt. Und auf jeden Fall Defensivfeuer. Das Äußere. Zacker. Zacker. Permanenter, da muss man kaufen. Nee, dem kauft man nichts. Hier wird nichts gekauft. Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? So. Gearing. Achso, ich müsste eventuell die Gearing auswählen. Zack. 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 Wir fahren einmal, müssen wir fahren mit der Gearing. Das heißt, wir können den Creditpunkt nehmen. Der Kapitänsschnünzel. Und er kriegt direkt nochmal die Free XP. So. Jetzt müssen wir noch eine Biopause machen. Danach gibt es Sport und danach geht's weiter. Bis gleich.